Hallo, meine Lieben. Ja, ihr seht schon ein offenes Paket. Ich habe wieder bei Stampin' Up! Bestellt. Und zwar ist ja noch bis zum 31. Mai die Rabattaktion. Und ja, da habe ich mir auch ein paar Sachen bestellt. Und es gehen halt auch einige Sachen aus dem Sortiment. Und da habe ich eben auch noch mal schnell bestellt, bevor das alles weg ist. Ja, und was ich da alles so bestellt habe, das zeige ich euch gleich. So, als erstes mal weg mit den Sachen hier. Genau, als allererstes habe ich hier ein Embossing-Pulver und zwar in Kupfer mir bestellt. Das geht zwar nicht aus dem Sortiment, aber man kann sich ja immer ab einem bestimmten Bestellwert etwas aussuchen und das war eben dabei. Das hatte ich mir dann mit ausgesucht. Und da ich Kupfer noch nicht habe, passte das ganz gut. Ich habe mir zweimal das Schwarz bestellt, dieses hier, und zwar, weil das aus dem Sortiment rausgeht. Und diesen Stempel benutze ich immer, wenn ich Aquarellsachen machen möchte. Und deswegen habe ich mir jetzt zweimal den Nachfüller bestellt, damit ich da eine ganze Weile mit hinkomme. Es gibt natürlich eine Alternative zu dem, aber ich benutze den sehr gern und deswegen habe ich mir den jetzt ganz schnell nochmal die Nachfüller bestellt, damit ich da auf jeden Fall eine ganze Weile mit hinkomme. So, hier habe ich einen Nachfüller in Himmelblau. Die Farbe finde ich sehr schön und die geht nämlich auch aus dem Sortiment und deswegen habe ich mir die eben auch nochmal gekauft. So, dann habe ich hier Sahara Sand. Schiefergrau ist das, glaube ich. Ja, Schiefergrau, genau. Dann Schokobraun und wie schon gerade gesagt, das Himmelblau. Diese habe ich mir auch einmal alle mitbestellt. Ich weiß gar nicht, ob davon jetzt was rausgeht oder nicht. Ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hatte ich die Farben noch nicht und habe schon länger gedacht, Mann, Grau wäre echt mal schön. Und deswegen habe ich mir das jetzt mit bestellt. So, die sind hier alle auf Wasserbasis. Und das Himmelblau geht, glaube ich, auf jeden Fall raus. Deswegen hatte ich mir da auch gleich den Nachfüller dazu bestellt, damit ich dann da auch mit länger hinkomme. So, als nächstes habe ich mir hier den Acrylblock H bestellt. Und zwar deswegen, weil ich oft Sprüche habe, die ich stempeln möchte. Und dann ist mir sind mir meine D-Blöcke nicht lang genug. Und den F-Block, den ich ja noch habe, also den ganz großen von Stampin' Up!, den wollte ich dann immer nicht benutzen. Und deswegen habe ich mir jetzt noch den H dazu bestellt, damit ich eben auch mal ein paar Sprüche stempeln kann. So. Als nächstes habe ich hier die 2-Inch-Stanze. Zeige ich euch auch einmal kurz. Also sie ist dann 5,1 cm. Ja, das geht beim ersten Mal ein bisschen schwer. Ja, und das ist halt einfach nur eine normale Kreisstanze. Wie gesagt, 2 Inch. Und ich glaube, so seht ihr es besser. Da spiegelt sich nicht alles so. Und ja, das kann man immer auch super gut gebrauchen für Karten. Als Fenster oder so ist das eben eine super Größe. Und das hat mir auf jeden Fall noch gefehlt. So, als nächstes komme ich zu den Stempelsets. Rosenzauber geht raus und hier sind super schöne Sprüche drin. Und vor allem ist hier auch ein Bibelspruch drin, was ich auch sehr, sehr schön fand. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Jesaja 41,10, das ist ein sehr schöner Kartenspruch, zum Beispiel auch für Trauer oder also für Trauerkarten. Hier oben ist zum Beispiel auch aufrichtige Anteilnahme. Und sowas hat mir total gefehlt, was so Trauer angeht. Da hatte ich noch gar nichts. Und ja, in letzter Zeit kam es leider öfter vor, dass ich das gebrauchen hätte können. Und deswegen war es, ja, habe ich jetzt gedacht, okay, jetzt nehme ich es mir auf jeden Fall mal mit, weil das braucht man immer mal. Genau, für manche Dinge gibt es keine Worte. Vielen Dank. Du bist ein Glück für mich. Und ja, wie gesagt, viele, viele schöne Sprüche.
Und die Rose, muss ich sagen, ist jetzt nicht so wirklich meins. Ich habe auch viele Rosenstempel. Ich brauche das theoretisch nicht, aber ja, wie gesagt, ich habe es gekauft wegen den Sprüchen, weil ich die eben einfach so schön finde. Und ihr seht, da sind auch ziemlich viele. Ich zeige euch mal gerade. Die sind nämlich gar nicht so klein, so ganz klein. Der hier passt, glaube ich, genau. Jetzt muss ich mal kurz hier runtergreifen. Ah ne, für die hier nicht, aber. So. Ich glaube, das Ding passt hier rein. Könnte zumindest ganz knapp reinpassen. Muss ich mal ausprobieren. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ja, und wie gesagt, die Teile sind halt gar nicht so klein. Ja, ist eine angenehme Größe, finde ich, für Karten auf jeden Fall. So. Ja, genau, hier ist auch noch zur Hochzeit drauf und das hatte ich nämlich auch noch nicht. Deswegen, das Set musste unbedingt sein, jetzt wo es rausging, auf jeden Fall. So, dann habe ich für Freunde, und da sind auch super, super schöne Sprüche dabei. Ja, natürlich habe ich mir das nur wegen den Sprüchen bestellt. Auch das mache ich mal auf und zeige euch mal, die sind nämlich auch gar nicht klein. Die sind nämlich auch ganz schön groß. Ich versuche das mal so, so müsste das. Du machst mich unheimlich glücklich, hab dich so lieb, und du bist einfach ein echter Glücksfall. Zum Glück habe ich dich gefunden, genau. Und du bist ein echter Glücksfall. Ja, finde ich total schön. So für Karten für die Freunde. Gute Freunde sind schwer zu finden. Genau, und dann würde ich dann diesen, und du bist ein echter Glücksfall, halt passt ja dann super dazu. Du bist großartig, du tust mir wirklich gut. Dankeschön und das Danke eben so ein bisschen so. Ich mag diese geschwungenen Sachen. Alles Liebe, dann mal einen Tucken größer. Ich habe das nur in so ganz klein. Und hier, ja, genau du. Und ja, wie gesagt, ich finde diesen Stempel einfach schön. Hier ist noch ein Two-Step-Stempel dabei mit so einem Blümchen hier auch. Und ja, ich finde den einfach klasse. Und ich freue mich noch mehr, wo ich jetzt sehe, dass die so groß sind. Weil das sind alles jetzt ehrlich gesagt Sachen, wo ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, ob ich mir die bestelle oder nicht. Also bei diesen beiden hier habe ich wirklich, ja, bestellst du dir die nicht? Und gedacht, na gut, wenn es rausgeht, dann musst du es dir auf jeden Fall bestellen. Und ja, wie gesagt, jetzt habe ich es und so, das weiß ich schon, wo das zugehört. Das gehört nämlich zu dem. Hier ist wieder ein Set mit Sprüchen. Und auch hier wirklich schöne Sprüche drauf zum Dank. Und es ist ein Gummistempelset. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Ich bin nicht so ein mega Fan von diesen Gummistempelsets. Aber es funktioniert genauso gut wie die anderen. Man sieht nur eben nicht so ganz genau, wo man hinstempelt. Aber eigentlich ist der Rand wirklich so schmal gehalten, dass man schon sehr gut positionieren kann. Und man soll ja eigentlich diese Teile dann hier hinten draufkleben, damit man eben sieht, wo man hinstempelt. Ich finde aber, die halten dann nicht so gut auf den Blöcken. Und deswegen mache ich das immer so, dass ich mir die Teile hier reinklebe, damit ich auf den ersten Blick sehe, weil hier drauf, finde ich, sieht man es nicht so gut, was da drauf steht. Und ich klebe mir die immer hier drauf und lege die dann auch hier ungefähr so rein, dass ich immer genau weiß, aha, da oben ist dieser Spruch, da ist der, da ist der und dann brauche ich nur noch reingreifen und habe den gleich parat. Und ja, ich habe eben nicht das Problem, dass sie mir nicht so gut auf den Blöcken kleben. Genau, also so mache ich das immer und ich glaube, so machen das ganz viele, weil das einfach besser funktioniert. So, hier ist noch ein Set, was ich mir gekauft habe. Das geht auch nicht raus, aber es wird es danach nicht mehr im Set geben. Und das war halt jetzt so, dass es danach die Teile nur noch einzeln zu kaufen gibt, also nicht mehr als Set mit Framelits zusammen. Und dann ist es natürlich ein bisschen teurer, als wenn man es jetzt zusammen kauft.
Und deswegen habe ich hier auch noch mal schnell zugeschlagen, weil ich da schon ganz lange mit liebäugle. Und zwar kann man hier so coole Karten draus machen, wo man dann so eine Tasche draufsetzt. Ich zeige euch mal das Frenet-Set. Mal kurz gucken, wie ich es hier aufgefummelt kriege. Wo die Klebelasche ist. Da ist sie. So. Na. So. Das brauche ich sowieso nicht mehr. Da haben wir es. Genau so. Und diese Tasche kann man eben aufstempeln, ausstanzen und dann hat man hier Klebelaschen und da kann man entweder das zum Beispiel zweimal ausstanzen und dann hat man so wie so ein Mini-Kärtchen. Ihr seht, die sind nicht so besonders groß. Hat man so Mini-Kärtchen und kann halt, das ist dann wie so eine Tasche und man könnte da natürlich noch einen Verschluss dran bauen und dann hat man eben so eine kleine Box, so eine mini-schmale Box, wo man vielleicht ein bisschen Geld reinpacken kann. Zum Beispiel sind hier auch Sprüche drauf wie, ich zeige es euch so, da könnt ihr es besser sehen, eine Tasche voller Sonnenschein oder ein bisschen Taschengeld. Zum Beispiel, wenn jemand jetzt verreist, ne, dann könnte man so eine Karte und dann, genau, also da hat man ganz viele Möglichkeiten. Und genau, das, wie gesagt, da habe ich ganz lange mit geliebäugelt, wegen dieser Tasche. Also die ganzen anderen Sachen, so ja, okay. Aber die Tasche, da war ich wirklich scharf drauf. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, bevor das jetzt dann teurer wird, dann schlägst du jetzt schnell zu. Deswegen dieses Set nochmal. Und wir kommen schon zum letzten. Und zwar ist das hier diese Präzisionsmatte, heißt das, glaube ich. Stempel- und Performiermatte, genau so heißt es. Und die ist eben dafür da, dass man sie beim Stempeln unten drunter legt, aber auch zum Falzen kann man sie, glaube ich, auch unten drunter legen. Und die ist halt aus so einem sehr dicken Schaumstoff, also sehr festen Schaumstoff. Also ihr seht, wenn ich da jetzt so drauf drücke, man sieht zwar den Finger so ein bisschen, aber man schafft es nicht so, das ganz runter zu drücken. Also man schafft es zwar, es runterzudrücken, es geht aber sofort wieder hoch. Genau, und dadurch werden die Stempelabdrücke einmal schöner und man kann auch besser falzen. Also das Papier bricht nicht so schnell, wenn man das eben auf dieser Matte falzt. Ja, und mit der habe ich auch schon ein bisschen länger geliebäugelt und das war jetzt auch das, wo ich mir dann eben noch was aussuchen konnte. Ich weiß gar nicht, was ich da alles. Ich glaube, ich hatte den Auffüller. Das und die Matte, das hatte ich, glaube ich, dann als Geschenk oben drauf gekriegt. Oder war es sogar das Kissen auch noch? Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt so roundabout 200 € bestellt und man konnte sich dann halt für 20 € was aussuchen. Genau. Ja, ihr Lieben, das war's schon mit meinem kleinen Haul. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich werde mich gleich mal ransetzen und werde meine Sachen wegsortieren und werde ein bisschen werkeln und ein bisschen ausprobieren. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Farben, wie die Farben so sind. Und ich bin total gespannt auf diese Tasche. Da werde ich heute auf jeden Fall irgendwas mit basteln. Und auch die anderen Sachen mal stempeln und ausprobieren und einfach mal gucken. Und ich werde garantiert irgendeine Karte machen, wo ich hier diese Stanze benutzen kann. Weil, wie gesagt, da hatte ich öfter das Problem, dass ich so eine Karte machen wollte mit so einem Guckloch und irgendwann waren die zu groß, zu klein. Oder dann, ich habe ja Stanzform für die Big Shot. Ja, aber es ist halt schon, also ich mag diese Handstanzen wirklich extrem gerne, muss ich sagen. Also es geht halt so ruckzuck, ne, zack, rein, klack, bupp, wieder zugemacht, weggepackt und fertig ist. Und man hat das rucki-zucki fertig. Man muss nicht erst die Big Shot vorkramen, man muss nicht erst die Stanzen raussuchen und dann ja die richtige Größe und so weiter. So hat man einen Teil, zack, in der Hand und fertig ist. Genau. Ja, habe ich schon wieder so viel gequatscht, ihr Lieben. War jetzt gar nicht meine Absicht. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.